Mein Name ist Jörg Elsener, ich bin plastischer Chirurg und leite die Kliniken für plastisch-ästhetische, rekonstruktive und Handchirurgie an den Asklepios-Kliniken St. Georg, Harburg und Barmbek. Ich behandle Patienten mit Narbenproblemen. Hallo, mein Name ist Jasmin Butt. Ich bin leitende Oberärztin und Sektionsleitung der Brachytherapie im Hermann-Holthusen-Institut für Strahlentherapie in der AK St. Georg. Und ich bin für den strahlentherapeutischen Teil der Narbenbehandlung zuständig. Im Endeffekt versuchen wir alle, die sogenannte reife Narbe zu erreichen. Das ist ein dünner weißer Strich, der überhaupt keine Probleme macht. Aber daneben gibt es vor allen Dingen drei Typen, die Probleme machen können. Das eine ist die hypotrophe Narbe, das heißt eine eingefallene, eingesackte Narbe. Da können wir zum Beispiel Eigenfett unterspritzen, was sehr erfolgreich ist. Aber dann gibt es die deutlich schlechter zu behandelnden sogenannten Hypertrophen- und Keloidennarben. Das sind diese überschießenden, derben, oft schmerzhaften Narben, die für Patienten massive Beeinträchtigungen bedeuten. Die postoperative Strahlentherapie ist bei überschießenden Narben, vor allem bei den sogenannten Narbenkeloiden, indiziert. Das ist eine Form von Narben, die bei genetischer Prädisposition entstehen kann. Die Strahlentherapie dient hierbei dem Vorbeugen eines Wiederkehren dieser überschießenden Wundheilung. Wir haben da ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten. Als erstes ist die gute Pflege zu sagen. Das heißt, die Haut muss Feuchtigkeit bekommen, die muss im Endeffekt Nährstoffe bekommen, dass sie von der Narbenbildung her sich optimal entwickeln kann. Wenn das nicht ausreicht und wir sehen das an der Narbe, dann gibt es so eine kleine Kaskade an Maßnahmen, die wir machen können. Es gibt spezielle Narbensalben, es gibt spezielle Narbencremes, es gibt sogenannte Silikonauflagen bis hin zu Kompressionswäsche, die man anziehen kann, damit ein Gegendruck auf die Narben ausgeübt werden kann und die sich zurückbilden. Bei der Bestrahlung zur Vorbeugung einer überschießenden Wundheilung ist es so, dass die Röntgenstrahlen vor allem die Proliferation, also das Wachstum der sogenannten Fibroblasten hemmt. Das sind die Zellen, die vor allem den Hauptteil des Bindegewebes ausmachen. Zudem hat die Strahlentherapie auch noch einen antientzündlichen Wirkmechanismus, sodass also durch diese beiden Faktoren eine überschießende Wundheilung gedämmt wird. Im Endeffekt wird die ganze Narbe nochmal entfernt und so die jetzt entstehende Wunde vernäht, dass die Chancen sehr groß sind, dass diese überschießende Narbenbildung nicht mehr entsteht. Das bedeutet an erster Stelle atraumatisch, das Gewebe darf nicht groß geschädigt werden. Wir können in der Operation schon Medikamente in die Wunde einbringen, die auch dahingegen wirken, dass diese Narbe nicht entsteht, und können dann natürlich auch sofort postoperativ die Kooperation mit unserer Strahlentherapie umsetzen, dass die Patienten in diesem Wundgebiet bestrahlt werden. Das ist eine sehr effiziente Möglichkeit, dass auch diese überschießende Narbenbildung gar nicht erst entsteht. Die Strahlentherapie bei überschießenden Narben, also dem Narbenkeloid, läuft so ab, dass im Vorwege eine operative Entfernung oder eben bei bereits stattgehabten Narbenkeloiden eben eine operative Wundnaht entsteht. Die Patienten müssen dann innerhalb von 24 Stunden in der Strahlentherapie vorgestellt werden. Das ist deswegen notwendig, weil man aus Studien weiß, dass wenn man innerhalb von 24 Stunden bestrahlt, man über 95% Wahrscheinlichkeit hat, dass diese Narbenkeloide nicht wiederkommen. Die Patienten kommen postoperativ in unsere Abteilung und die Narben werden von den Kollegen aus der plastischen Chirurgie mit Drähten markiert, sodass man sehen kann auf dem Verband, wo die Narben sich befinden. Die Patienten werden dann direkt am Bestrahlungsgerät mit einem Bestrahlungsfeld eingestellt. Das Ganze findet mit oberflächlichen Strahlen, also den Elektronen, statt und die Therapie dauert wenige Minuten. Die Heilungsaussichten sind sehr gut, wenn die Indikation stimmt. Das heißt, wenn wir überschießende Narbenbildung haben, wenn wir auch Keloide haben, der Unterschied ist, dass bei Keloiden auch die Narbenbildung über die eigentliche Schädigung der Haut hinausgeht, haben Sie das mit dieser Kombination aus operativer Korrektur und postoperativer Bestrahlung
eine sehr, sehr gute Möglichkeit und Chance, dieses Patientenklientel zu unterstützen und diese Narbenbildung zu verbessern. Das Besondere unserer Zusammenarbeit ist, dass beide Fachdisziplinen, die für sich ja relativ speziell sind, in einem Haus vor Ort sind, sodass wir also diese 24 Stunden nach der OP immer einhalten können und gemeinsam diese Therapiekonzepte vor der Operation festlegen können. Somit haben wir eine relativ besondere Stellung in Hamburg, da die Patienten an einem Ort von beiden Ärzten behandelt werden können.